Willkommen zum Tagessegen heute am frohen Leichnamstag. Im Markus-Evangelium heißt es, die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie waren gehorsam. Das frohen Leichnamsfest, der Name frohen Leichnam heißt ja heiliger Leib des Herrn, ist ein Festtag, der den Scheinwerfer noch einmal in den Abendmahlsaal hält. Und weil da ja die ganze Trauer kommt mit Jesus im Ölgarten, konnte man ja nicht so richtig jubeln und feiern. Das macht man jetzt nach der Osterzeit, also einmal richtig jubeln, dass da was gestiftet worden ist. Und diese Stiftung können wir nicht einfach wegdenken. Die Jünger machten sich auf den Weg, sie waren Jesus gehorsam. Und wenn wir so immer von der Sonntagspflicht reden und wir müssen die Messe feiern, und das im katholischen Bereich war das ja sehr stark, dann war das eigentlich ein Widerhall von dem, wir wollen das. Wir wollen dir, Jesus, gehorsam sein. Du hast es gestiftet. Und was du gestiftet hast, das führt uns zusammen. Du führst uns zusammen. Das zeigen wir am frohen Leichnamstag, dass wir sagen, wir möchten diese Stiftung, die Jesus uns geschenkt hat, das ist mein Leib und mein Blut für euch. Versammelt euch, brecht Brot, trinkt Wein. Das wollen wir immer neu machen, weil dies der Anfang ist von allem. Da wird Gemeinde aufgebaut, da kommen Menschen zusammen. Und wenn Sie schon lange nicht mehr beim Gottesdienst waren, rufen Sie mal ruhig einen Pfarrer an, der soll Ihnen das Abendmahl und die Kommunion nach Hause bringen. Trauen Sie sich? Es segne Sie der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.